Hallo Leute, willkommen zurück zu Secret of Mana. Wer ist deine Tochter? Oh, ja, so ist das geil. Ja, eigentlich haben wir schon aufgenommen, aber dann hat sich plötzlich... Warum macht PC so scheiße? Ja, keine Ahnung. Ja, es war dein PC, ja, ich weiß. Ende. Warum auch immer, mein PC hat sich aufgehangen, aber dafür können wir jetzt Zeit sparen, denn wir wissen endlich, wo es weitergeht. Ja, nicht mir. Ist eine Qual. Also wenn man das alleine rausfinden muss, dann hat man wahrscheinlich, ohne Internet rausfinden muss, dann hat man wahrscheinlich Stunden, wenn man Pech hat. Ja, eigentlich muss man erstmal darauf überhaupt kommen. Ja. Zurück? Ich habe falsche Taste gedrückt, ich muss mich dran gewöhnen. Mhm, ist schon okay. Okay. Ok. So. Währenddessen haben wir unseren eigenen Song geschrieben. Mhm. Es geht um den Pedobär. Oh, das war ich. Tut mir leid. So. Darf ich es erklären? Muss sie jetzt da oben rumhampeln? Was willst du erklären? Wie man darauf kommen soll? Naja, ja, sag mal. Diese blaue Tuse hier. Ne, es ist nicht hier. Die. Oder doch? Doch. Es ist die. Okay. Red mal mit ihr. Diese blaue Tuse namens Heidi. Na nur Heidi, alles in Ordnung, ja? Und weg war sie. Puh, sie ist weg! Komm, wir gehen mal zu den Ruinen da unten. Da ist sie bestimmt. Wie soll man darauf kommen? Dass es ausgerechnet die ist. Ja. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, sie ist jetzt hier, sie ist ein Zombie. Genau. Vanni, geh hier an. Ja. Ich mache eine Reise ohne Wiederkehr. Es war schön mit euch. Komm schon, Heidi, übertreib nicht so. Ihr Ignoranten. Aua! Na, was macht ihr eigentlich da? Keine Ahnung. Leckt ihr Heidi! Mit? Heidi! Hey, ihr! Macht da mach jetzt mal Platz. Das! Marc kann kein bisschen sehen. Weißt du, aber die letzten zigtausend Mal, als wir hier vorbeigekommen sind, konnte man sie nicht einfach wegprügeln. Mhm. So, ich rap jetzt, wenn man es verspricht. Nein, mach ich nicht. Still, bevor Heidi etwas zustößt. Sicher ist Hagen auch noch hier drin. Ja, ja. Ja, Rap besser nicht. Das würde nicht so gut kommen, glaube ich. So, jetzt... Müsst schneller reden. Und hier... Ich habe ein ungutes Gefühl in diesem Tempel. Das hast du ja vorhin schon gesagt. Ja, das durfte ich schon mal sagen. Und dann hier war Ende. Aber jetzt nicht, zum Glück. Was zieht denn mit der Fresse? Voll die Zombies hier. Aua! Warum rennst du so dumm rum? Ich? Ja, du. Dö. Bam. Ja, das kann natürlich neu spawnen lassen und kann sogar zaubern. Und es fliegt, es kann also nicht irgendwie angegriffen werden. Nicht? Doch, musst du. Ne, wir machen nicht mehr 0 Schaden. Ja, okay, dann. Tschö. Ah, guck, die kennen wir schon aus dem Lava-Tempel. Den mag ich, V. Aua! Ja, jetzt zaubert's auch noch. Meine Güte. Ja, yeah, krieg's auf die Fress. Oder auch nicht, denn ich mach irgendwie keinen Schaden. Oder doch. Aua! Aua! Ich bin da im Arsch! Ist der eine schon tot oder wie? Ja, der eine ist tot. Ich und Romy haben den anderen Platz gemacht. Ich treffe den irgendwie gar nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Ich mag die Musik. Mhm, die ist cool. So. Ja, jetzt beim letzten Schlag hat man richtig hart getroffen, ist klar. Cool, das ist cool gemacht. Teufelsklinge ist erledigt. Ach, das ist ein Gegner. Ich muss diese Scheiße gucken. Das Teil kann man nicht besiegen, glaube ich, einfach. Ja, man trifft's einfach nicht. Mach mal die Truhe auf. Die halten sich voll die Eier, wenn man sie trifft. Mhm. Gut. Das spawnt eh wieder ein Weiter. Ja, ja. Ist sinnlos.
frag mich, was, wo wir, was für ein Tempel wir hier sind. Der hat ja irgendwie keinen Namen. Es ist irgendwo eine, Ruine, aber mehr weiß man ja nicht. Oh, sie ist tot. Gut, wir brauchen sie ja gar nicht bis zum Boss, glaube ich. Nee, wegen dem Zaubern. Weil so gegen Gegner Magie verschwenden, ist doof. Wenn ich die sehe, will ich die mal angreifen, ne? Ich weiß nicht wieso. Naja, ist so. Haben wir nicht schon mal? Nö. Boah, hier sind aber so viele von den Teilen, ne? Geh weg! Ah, scheiße, das war jetzt dumm. Ah, jetzt kann ich ja gucken, ob das hilft, das Heilkraut hier gegen Vergiftung. Da habe ich jetzt Schokolade genommen. Ne, Heilkraut. Auf mich. Oh. Ja, das heilt mich wirklich gegen Vergiftung. Da spart man sich ein paar KP vielleicht, ne? Wir sind, klar, wir sind gerade im... Ne, doch nicht, okay. Schachmeister. Au! Aua. Die können voll gut ausweichen, die Dinger hier. Die gucken wirklich so scheiße. Oh, 120 Crit. Das war jetzt heftig. Sowas sollte man gegen den Boss haben. Tomatenabwehr oder was? Keine Ahnung. Ich konnte es auch nicht lesen, aber auch nur in so To gelesen. Aber wir können ja gar nicht kämpfen. Nee, nee. Hallo, wer bist denn du? Bist du Tantalus? Oh mein Gott. In der Tat. Und euch kenne ich auch. Ja, ganz schön. Ihr seid diejenigen, die Tura besiegt haben. Lass sofort Haar und heil die frei und nimm den Fluch von den Leuten. Na genau, wenn jedes Spiel so einfach wäre, ne? Ach Gottchen, ihr macht mir Angst? Meint ihr etwa diese Heidi? Heidi. Vom ARD? Ja, diese, genau die. Ich habe ihr die Lebenskraft entzogen. Nun ist sie meine Sklave. Schon klar. Ich brauche die Energie oder Menschen. Sonst kann ich unmöglich die Mana-Festung reaktivieren. Ich will es reaktivieren. Oh, sorry, jetzt habe ich... Meine Sklaven sein. Reaktivieren soll meine Sklaven sein. Ja, Menschen, glaube ich. Irgendwie so. So wie dieser Zeitgenosse hier. Dumm, stumm und dienend. Dienend. Oh, guck mal, der Hagen. Oh Gott, Hagen. Ihr kennt ihn also? Tura hat ihn mir geschenkt. Er ist ohne Erlaubnis in ihr Schloss eingedrungen. Er muss ein tapferer Soldat gewesen sein. So, wie ihr, oder? Ja, aber wir haben die Hexe kaputt gemacht. Oh. Tschö. Und also, ohne, dass er sich bewegt hat. Ich spüre einen Boss. Ja, das passt, glaube ich. Und jetzt werde ich euch die Lebenskraft entziehen. Was kommt denn diesmal? Ja, ist ein Boss. Ich reaktiviere schon mal... Romy. Da oben ist was. Oh, das sind zwei Augen. Ach, die kenne ich sogar aus Mario. Ja, wir müssen die Augen angreifen. Die Augen müssen ganz zu sein. Und dann müssen wir die Mitte angreifen. Achso, okay. Irgendwas hat mich gerade angegriffen, glaube ich. Ja, ich weiß, das Auge in der Mitte. Ich glaube, hier bringt es Feuer mehr, oder? Gut, ich weiß es nicht. Ja, ich auch nicht, aber... Schlammbombe... Was? Ah, Efeu-Mantel. Juwelenregen. Ich denke mal, das hier bringt am meisten. Auf alle? Ja, mach auf alle. Eigentlich müssen wir die Mitte besiegen. Ja, mach mal auf alle. Oder, ah, warte, ich kann auch eins hier auswählen. Soll ich nur auf die Mitte? Nee, die Mitte bringt dir. Die Augen müssen zu sein, damit die Mitte sich öffnet. Kann aber nicht nur auf beide Augen. Okay, dann mach ich auf alles. Juwelenregen! Bam! Da hast du gesehen? Ja. Oh ne. Ah, der hat's auf mich abgesehen, ne? Ja. Schluck mal was. Oder heil dich. Du kannst ja heilzaubern. Kannst du mit Mana nicht auch heilzaubern? Was? Ja, guck, geh nochmal zurück. Eins zurück. Und jetzt guck da mal beim Zaubern.
Geh einfach weiter. Wer bin ich denn jetzt? Hä? Du bist immer noch gleich eigentlich. Ja, jetzt. Guck noch mal bei den Zahlen. Jetzt guck mal den anderen an. Den Rocky. Steinklinge. Schutz. Ah, der kann. Okay, nee. Der kann dich schneller machen, schützen und das Schwert verbessern. Ja, nee. Das heilt dich nicht. Kraftwasser. Nur auf dich. Ja, du nicht? Ja, nee, lass erstmal. Oh, Energiesug. Scheiße, das kann das auch. Ah, jetzt kann man uns angreifen, oder? Ja, jetzt greifst du an. Mit Juwelenring, würde ich sagen. Go! Ja, das hat's gebracht. Oh ne, Frostwelle auf mich. Ah, ich lebe ja noch. Ah, verdammt, da war's kurz offen. Ah, ich muss. Kannst du mich heilen? Heile mich! Dabei! Mark, ne? Nein, 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 schon mich. Also die. Ja, Mark, ne? Ja, oder beide. Mach beide. Da muss ich aber alle machen, es geht nicht anders. Aha, nee, dann mach nur die Koboldin. Romy. Mark kann Bonbon haben. 178. Bonbon. Haben wir genug von. Ich mag gemütlich einen Bonbon essen. Ja, Bonbon haben wir genug von. Hier, Marc, nimm meinen Bonbon. Oh Mann, das Teil öffnet sich manchmal. Ah, ich warte jetzt mal, bis das Teil auf ist. So, schon näher schließt sich jetzt zu schnell. Kann ich nicht drauf angreifen. Ja. Wir müssen wirklich beide Augen treffen. Also nimm du mal links und ich rechts. Ja toll, jetzt treffe ich ihn. Und einer bleibt zu. Okay, ja, dann müssen wir hier noch treffen. Natürlich. Ja, Kraftwasser. Ja, und jetzt? Mach das Ding auf. Das geht jetzt gleich auf. Oder auch nicht. Was ist denn jetzt? Also jetzt. Ja, wir müssen uns beeilen. Die Wand geht zu uns. Okay. Ich zauber ja schon. Mach mal Säureregen noch. Mach einfach irgendwas. Ja, mach einfach. Bam. Und noch gleich was. Ich helfe auch ein bisschen mit, ne? Achso. Warte, geh nochmal auf. Geh doch mal. Guck mal, was hast du beim anderen nochmal gehabt? Du kannst, glaube ich, nur dein Schwert stärken. Zum Angreifen. Steinklinge. Ja, ich kann gar nichts wirklich machen. Nee. Aber du kannst deine Ding. Oh, das hat's gebracht. Ah, ich habe nur noch 2 MP. Na, ja, danach kann ich nicht mehr. Ja, muss machen. Okay, hat noch nicht gereicht. Ich wechsle jetzt nochmal auf mich selbst. Sag lieber auf was, die Wand ist nicht einquetscht, ne? Scheiße, wir machen viel zu wenig Schaden. Mann, wenn die da alle vor dran stehen, dann kann ich gar nicht schlagen. Ja, los! Ah, verdammt, ich kann nichts mehr machen. Ja, toll, alle tot. Scheiße. Okay, den Boss habe ich jetzt nicht verstanden. Das Safe State ist so weit hinten, ihr habt vergessen zu safen. Ja, ich merk's. Wir sollten vor jedem Boss Safe State machen. Ja. Ja gut, dann rennen wir halt da kurz hin. Die Fratzenwand. Wir können jetzt alles skippen. Ich glaube. Das heißt, wir werden am Anfang
Am Anfang zauber ich da dann, wenn das Auge offen ist, mit dem der Kristallzauber da. Immer nur auf das mittlere, weil das macht richtig viel Schaden. Wir müssen aber erst die anderen beiden Augen auslöschen. Ja, genau. Wenn wir das geschafft haben, dann machen wir einfach das mittlere fertig. Und wenn dann die Wand auf uns zukommt, stärkst du am besten noch unser Schwert, wenn möglich. Ja. Weil wir müssen ja dann nur noch draufhauen. Ja, aber so schwer ist er gar nicht diesmal. Nein, eigentlich nicht. Wir waren einfach nur überfordert mit der Lage. Ja, ja. Und wir müssen die Lage war einfach komisch. Und wir müssen uns merken, Safe State, vor, weil wenn ein Boss kommt. Also ich meine, ich kenne den Boss, ne, aus Mario Hex. Ja, man kennt ihn generell auch aus Zelda zum Beispiel, da kommt auch immer mal wieder sowas. Zwei Augen treffen oder zwei Hände und dann das mittlere. Nein, genau der Boss. Exakt der Boss, den du gerade gesehen hast. Ah, oh, lol. Nein, nein, ja, warte. Es gibt ja, in Mario Hex kannst du ja einfach die ganzen Bosse einfach ja, so einführen. Und das halt so, da musst du erst das linke und das rechte Auge besiegen. Ja. Öffnet sich das mittlere, das Ding wird nochmal stärker, aber du musst das mittlere halt auch noch besiegen. Aber wie sollst du denn das besiegen in Mario? Du musst draufspringen. Na, ist halt ein bisschen anders. Ja. Du musst halt draufspringen und dann, ja. So, hey Tante. Heidi. Heidi. Ich bin ein Zombie. Ach stimmt, wir müssen den ganzen Dungeon nochmal durchmachen, ne? Ja, da war, glaube ich, war der... Nee, der war doch gar nicht mal so lang. Nee, der war auch nicht lang. Ja, tut mir leid, Leute. Ihr müsst es halt ertragen. Oder halt einfach Spaß haben. Weil Max so schlecht ist. Ja, du hast ja auch nicht daran gedacht. Das sind beide Versager. Ja, jetzt rushen wir einfach so gut wie möglich durch. Wiedersehen. Theoretisch könnte man eh die ganze Zeit einfach durchrushen, aber... Da würde man die Erfahrung fehlen. Eben, ja. Aua, das war dumm. Ja, komm, wenn Roman stirbt, dann stirbt Roman halt. Ja, scheiß auf Roman. Lol. Okay, von wo kam das denn jetzt? Ah, guck, jetzt kann ich nur so ganz langsam, konnte ich jetzt ganz langsam laufen die ganze Zeit nur. Oh, hier waren wir vorhin gar nicht. Ja, dann machen wir den Raum mal. Vielleicht kommen ja auch wieder böse Stühle. Wow. Wurde gestärkt. Oh, so toll, das jetzt auch noch. Schutzaura, ja, toll. Oh nein! Meine Abwehr ist gesunken. Ah, komm, scheiß drauf. Ja. Ist aussichtslos. Du bist eh schon kurz vorm Krepieren gerade. Ich muss mal kurz. Ja, nimm einen Bonbon. Will ich ja auch. Dann verschwenden wir hier keine MP. Ho. Aber die Musik ist auch schon wieder so cool. Passt wieder mal voll. Dieselbe Musik wie vorhin. Ja, ich weiß, aber ich hab's nicht gesagt. Gut, man könnte es eigentlich bei jedem Musikstück immer wieder sagen. Das geht mir ein bisschen auf den Senkel, ne? Ja, Romy, du bist echt scheiße. Könntest du nicht zaubern, hätten wir dich schon lange weggeschmissen. Oh, doch auf! So, damit du hier nichts machst, schieb ich dich einfach halt mit. Scheiße, was? Ah, warte. Mach jetzt... Ne, mach den Safe Set, wenn wir unten sind. Ja. Oh, bist du Tantalus? Ah. Ich kann das nicht nochmal sprechen, das wird mir die... Ja, wir haben es ja auch schon gehört. Ach Gottchen. Ach Gottchen, ach Gottchen. Jetzt kommt seine willige Heidi. Hey, Willy Girl. Willy Girl. Ja, jetzt kommt auch noch der Hagen.
Was geht da schön? Hagen, Hagen, was kann man dazu nur sagen? Was geht da ein schöner Dreier, ey? Ja, ist ein tapferer Soldat gewesen. Horr, horr! Oh mein Gott, wer hätte denn jetzt damit gerechnet? Das bleibt für mich, keine Ahnung, woher soll ich das wissen? So. Tantalus. So, ich würde sagen, hier geht's dann aber im nächsten Part weiter. Wenn wir dann endlich diese Wand besiegen. Hoffentlich. Yeah! So, und ich würde sagen, vergesst nicht den Part zu bewerten. Bis zum nächsten Mal und ciao! Yeah.